Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von The Last of Us Remastered. Und wir sind jetzt bei der Universität angekommen. Und die haben mir das Video von mir nochmal vorher angeschaut. Das vorherige. Und ich glaube, ich weiß jetzt, warum die zwei wieder gut miteinander sein. Weil man sieht bei der Zwischensequenz, rutsch mal, wie der Joel hinter ihr reitet und eher nachdenklich reinschaut. Und sich wahrscheinlich gedacht hat, ui, ich war schon ein bisschen hart zu ihr. Und er wird wahrscheinlich den Satz, wir gehen getrennte Wege, sehr bereut haben. Okay, na los. So habe ich den Eindruck gehabt. Für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir reiten zum Innenhof. Und da sollten wir den Campus überblicken können. Okay, na los. Komm. Ja, ich habe vorher schon eine Aufnahme gestartet. Und habe dann... Bleib du bei Kallas. Ich hasse den Namen. Was habt's denn gegen Kallas? Das ist von den Entwicklern. So mein Hirngespinst. Das heißt nicht Kallas, sondern Call Us. Die wollen einfach, dass wir sie anrufen. Ich habe vorher schon eine Aufnahme gemacht, aber leider das Mikrofon vergessen einschalten. Da bin ich da umgerannt wie ein Holer. Und habe eigentlich nur das gefunden. Aber da kann man noch reinschauen. Wenn es wieder da. Denn geht. Hey, ich warte. Es geht denn nicht. Okay. Los, rutsch. Dann reiten wir mal in den Innenhof und halten nach irgendwas Ausschau, was wie ein Spiegel ausschaut. Ist schon geil mit dem Pferd jetzt da. Geht's voran. Okay, auf dem Pferd kann man die Waffe nicht wechseln. Bis daher habe ich vorher gespielt, also ab jetzt weiß ich nichts mehr. Nur dass der Bogen haben wir 7 Pfeile. Und das war's. Ab da ist jetzt wieder komplett neu für mich. Ah, da startet gleich die Musik. So, da werden wir nicht drüber kommen, oder? Die Leute wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren? Ja, lernen, feiern, sich selbst finden, herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? Okay. Eine Werkbank, hoffe ich zu sehen da vorne. Und, boah, ich habe viel Freude. Eine neue Waffe. Das ist die letzte Waffe wahrscheinlich, was zum Freischalten ist. Und da kriegen wir noch schön Teile. Alter Schwede, was ist denn das? Ein Flammenwerfer oder was? Wir werden es gleich erfahren. Neue Waffe, Flammenwerfer. Okay, aber es gibt kein Ziel UI. Zehn Teile wieder zum Verbessern. Werden wir natürlich zuerst die Gegend abräumen. 5 Erfahrungspunkte wieder. Wieder 5 Teile. Sehr geschickt von uns, dass wir das vorher einsammeln. Und das war's. Ich finde den Flammenwerfer zwar geil, aber generell bei Spielen, habe ich da hinten noch eine Tür gesehen, ja, mag ich solche Waffen eher nicht, aber schauen wir mal, was er bringt. Da ist ein Messer, wir haben das Bessere eingesteckt. Da könnte man einfach wieder aussehen. Schauen wir aber noch um die Ecke. Ja, ein schönes Kreisel. Und ab zur Werkbank. Ich freue mich. Okay, dann mal los. Und man sieht jetzt da, wir haben alle Waffen freigeschalten. Und da gibt es das Nachladetempo zu verbessern.
Okay, ich höre anscheinend nur Musik. Uns fehlt nur das Werkzeuglevel, Werkzeuge 4. Nachladetempo. El Diablo, kann man nichts verbessern. Wie viel haben wir denn überhaupt? Was, 32 haben wir nur? Ist ja komplett für den Arsch. Ja, dann wird es da nicht viel zur Auswahl geben, oder? Machen wir das noch. Und? So geht es doch. Die ganze Freude für nichts eigentlich. Obwohl, Nachladetempo ist ja auch nicht schlecht. So, die Ellie wartet da brav. So, dann schauen wir mal. Bicorns, welcome home. Ob es denn da irgendwo weitergeht? Ich verstehe, da werden wir sicher mit dem Pferd springen müssen. Super, Lucky. Rutsch mal. Ja, rutsch mal her. Gehen wir. Das macht Spaß. Komm. Und das wird wohl das Innenleben vom Campus sein. Es ist sehr ruhig da. Fast schon. Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Ich wollte vorher gerade sagen, es ist ziemlich ruhig und deswegen wird wohl bald mal wieder was passieren. Wir nehmen den, nachgeladen ist, das passt. Das sieht mir zusammengepfuscht aus. Ups. Lesen. Wir mussten die Tür zum oberen Grat im oberen Stockwerk verkabeln. Bitte sparsam benutzen, wir haben bald kein Benzin mehr. Okay. Sparsames Benutzen bitte einmal. Kein Saft. Nee, so klar. Ich versuche mal den Strom einzuschalten. Da hat man wieder 10 Teile, aber jetzt haben wir ja insgesamt 13. Sehr geil gemacht wieder, dass sie außen warten muss mit dem Pferd. Weil, wenn es erschreckt, läuft es weg und dann haben wir keins mehr. Jetzt gehen wir da in Lauschmodus. Na bravo, jetzt haben wir wieder Versammlung. Wuhu! Die sind alle in dem anderen Gebäude da drüben. Und wir haben keine Nagelbomben. Ja. Mal schauen, was der gute Kollege da mit dem Flammenwerfer anstellen kann. Haben wir, das passt. Komm rum her! Oh!
Was hebt denn der aus? Das gibt's ja nicht. Das war das. Und Munition für Flammenwerfer wieder. Okay, ich muss das da tauschen, weil... Dann machen wir da nämlich... die Schotti. Und... da machen wir den Flammenwerfer. So schaut das für mich schon... besser aus. Und ich glaube, also effektiv ist es einmal. Aber ich glaube, man muss da länger draufhalten auf die Geräte, damit die wirklich Feuer fangen. Da ist ja der Generator, das passt. Und da geht's. Den Weg werden wir dann nehmen, wenn einmal das Gerüst da läuft. Ah, da ist der Sportplatz von den Bighorns. Ah, im Hintergrund die Berge, sehr schön. Schmeißen wir das Gerät einmal an da, der Gerät. Das ist die Ellie, oder was ist das? Sorry. Ja. So, wir wollten einen anderen Weg darüber runternehmen. Schauen, wo wir da hinkommen. Ja, da wollen wir eigentlich gestartet sein. Hey, ich habe überlegt, ich wäre gern Astronautin geworden. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein. Das wäre cool. Glaube ich. Der hat Träume. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl... Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Na, fang jetzt bitte nicht singen an. Bitte, bitte nicht. Okay. Ich singe nicht, Ellie. So, letztes Wort. Okay, da haben wir da, da wird es nicht weitergehen. Jetzt schauen wir aber noch, ob da hinten was liegt. Na da, oder? Na. Ein riesen Gelände, die Universität. Wieder sehr geil gemacht, muss ich sagen. Wo geht's denn da hin? Main Hall, Haupthalle und Science Lab. Und da ist Smith Library. Nicht ein Stadium. Das haben wir ja vorher gerade gesehen, von der Terrasse aus. Philipp F. Hall. Geht's aber nicht hinein. Okay. Jo, und mein Timer sagt mir, dass die Zeit schon wieder abläuft für die Folge. Liebe Lucke hat jetzt Urlaub. Deswegen macht er jetzt ein paar Aufnahmesessions hintereinander. Also es wird einiges vorangehen bei Last of Us, weil ich bis 17. Oktober fertig werden muss, sollte mit dem Let's Play. Warum? Das blende ich eigentlich jetzt dann zum Schluss vom Video ein. Im Infovideo kriegt ihr weitere Informationen, wie es weitergeht bei Lucky TV. Und bis dahin lasst mal ein Abo da, einen Kommentar oder einen Daumen. Das würde mich freuen und wir sehen uns bei der nächsten Folge.